Dies ist die Geschichte vom Judy Fetzen, die Ihnen ich erzählen will jetzt. Ist ein bisschen kompliziert, ich hoffe, dass Ihnen nicht schwindlig wird. Die Sache, die ist nämlich die, ich bin liiert mit der Marie. Sie wohnt schon seit ein Jahr bei mir und ab und zu werde ich intim mit ihr. Sie werden jetzt fragen, was ist ein Judy-Fetzen? Also, ohne ihr Gefühl zu verletzen, das ist ein Tiercher, bitte sehr, was man nimmt nach dem Geschlechtsverkehr. Man sollte es also nicht benutzen, zum Schuhe oder Fenster putzen. Außer liegen, bin bereit, hinterm Bett, ist wieder an der Zeit. Gestern war das Fetzerl weg, nicht aufzufinden im Kahneck. Ich greif, wie unterm Bett ich such, nur eine in ein Mordstrumlur. Bei uns wird nämlich nie gesaugt, bei der Marie das nicht so taugt. Mit Saugen tut sie lieber Fetzen, deswegen auch wie den Judy-Fetzen. Oh Marie, wo ist er hier? Bin ich blind, dass ich ihn nicht find. Gestern noch war er doch da. Oh Marie, wo ist er nur hin? Ich hab den Fall dann aufgedeckt. Sie hat das Fetzerl gut versteckt. Hygienisch liegt sie voll im Trend, obwohl sie putzt sie nie die Zähne. Doch meinen Judy-Fetzen hat's, wie sagt, gerettet vor der Katz, weil die er ansonsten fressen hält. Naja, das Viecherl ist nicht blöd. Den Judy-Fetzen gesucht, mein Schädel ankaut und geflucht. Und der Marie war's auch schon zu blöd, weil ohne Fetzen tu ich's nicht. Schluss schau ich zufällig noch im Eiskastel im Tiefkühlfach, wo drin mein Judy-Fetzen war, starr, hart, feist, unbrauchbar. Bin ich blind, dass ich ihn nicht find. Gestern noch war er doch da. Oh Marie, wo ist er nur hin? Das war also die Geschichte vom Judy-Fetzen, die Ihnen ich erzählen wollte jetzt. Sie war gar nicht so kompliziert, dass man dabei den Faden verliert. Und was man aus den Geschichten lernt, nicht gut ist, wenn man was entfernt, was man das öfter doch verwendet. Und damit ist das Lied zu Ende.